So, meine Freunde, und willkommen zu einem weiteren Part von Pokémon World Rumble für den Nintendo 3DS. Wir sind hier stehen geblieben vor dem Schloss des Spielkönigreiches, was auch immer hier ist. Ich glaube, er ist Spielfigurenmeister. Und oh mein Gott, Dario ist hingefallen. Oh, you mad, bro? Auf jeden Fall jumpen wir durch die Gegend mit unserem Läufer. Und das freut unseren kleinen Protagonisten hier, der hier Rang 4 ist, wie es aussieht. Und oh, wie süß! Wie war das denn? Komm nochmal. Dude, mach nochmal irgendwas. Oh ja, streichel mich. Streichel mich. Hab mich lieb. Hab mich lieb, habe ich gesagt. Ah, hab mich lieb. Oh mein Gott, ey, das ist voll süß, ey. Dieses Spiel ist einfach unglaublich toll und ihr habt den zweiten Part auch wieder mega abgefeiert. Ich sag mal dieses Wort abgefeiert, ich finde dieses Wort cool. Dario, wir haben einen neuen Auftrag für dich. Hören wir uns mal den Auftrag an, was der König sagt. Der Hexer lädt uns zum Kampf ein. Achso, hier ist der nächste. Das kann ich eigentlich auch mal machen, um da nochmal was rauszuholen. Aber das können wir anders machen. Wir wollen erstmal den nächsten Auftrag sehen. Das erste königliche Geheiß. Besiege den Boss. Greife sowohl mit A als auch mit B an. Okay. Zerstöre mindestens 45 Objekte. Tappe in keine Falle. Kein Ding für ein King, würde ich sagen. Wir wünschen dir, dass... wir wünschen, dass du aus dem Nachbarland neue Waren für den Laden importierst. Willst du den Auftrag annehmen? Aber Siggi! Die Richtstärke für diesen Kampf ist 200. Möchtest du es wirklich versuchen? Logo! Und auf geht's. Hofabenteurer Dario, wir haben einen Auftrag für dich. Wir wünschen, dass du aus dem Nachbarland neue Waren für den Laden importierst. Auf dem Weg lauert jedoch ein Räuber in den Wäldern. Für dich stellt es sicher keine Gefahr dar, aber sei dennoch auf der Hut. Jöööö, auf geht's mit unserem Flying Ship. Und da sind wir schon. Oh mein Gott, ein Räuber! Ich bin ein Räuber und ich habe ein Panda-Bär hinter mir und mein... Guck mal, unser Läufer hier, es läuft einfach weiter, weil das einfach voll cool ist. Ich lasse hier niemanden durch. Warum? Blöde Frage. Ich habe Hunger, deshalb. Also lass endlich deine Tasche rüberwachsen und dein Läufer werde ich mir zum Fraß... Ja, keine Ahnung, braten oder irgendwas. Wie macht man Löwe in der Mikrowelle? Deine Tasche ist bestimmt voll mit Süßkram. Du hast die Wahl. Entweder du rückst sie freiwillig raus oder es wird gekämpft. Bad Face. Geil. Das Gesicht, was er gezogen hat. Los geht's. Okay, ich muss Zeit gewinnen, dann muss ich Uhren einsammeln, wie es aussieht. Okay, hier sind Uhren. Ratzfratz hier wieder. Oh, wo bin ich? Bin ich tot? Was? Was war das? Zero ist in 2 Sekunden K.O. gegangen oder wie? Muss ich erst trainieren gehen oder wie sieht das aus? Was? Brichst? Du hast bereits die maximale Anzahl Pokémon erreicht. Ach so. Also muss ich erst ein Pokémon-Haus kaufen. Okay. Wo haben wir das denn? Wo kaufen wir Pokémon? Hilfsmittel vielleicht? Da, Pokémon-Haus, ja. Kaufen wir mal. Yeah, Level 1. Kommen wir gleich Level 2 mal. Yeah, Level 3, kommen wir auch mal. Jetzt können wir 120 tragen, das sollte erstmal reichen, glaube ich. So. Oh mein Gott, was war das denn, ey? So, ich will jetzt mal gucken, was wir jetzt hier machen können. Hier ist wieder alles dasselbe, oder? Glutballon. Ach so! Mit dem Glutballon komme ich nur zu den Ebenen hin. Ah, das verstehe ich jetzt. Das heißt, ich brauche neue Ballons. Wen holen wir uns denn am besten mal? Gold. Die sehen geil aus, ey. Wow, geilo! Alter, es gibt ja echt richtig hammergeile. Stufe... Also, ich kaufe mir jetzt erstmal, würde ich sagen, den Rubin, oder? Ne, ich finde den... Rubin? Wir gehen mal Saphir, komm. Ich hab Bock ein bisschen auf Pflanze. Also auf Pflanzen, dass wir so pflanzenmäßig da unterwegs sind, so. Ich will mal gucken, ob es jetzt geht. Da, oh, da haben wir schon neue. Saphir-Ballon. Ey, das sieht krass aus. Gehen wir mal hin, würde ich sagen, oder? Aufbrechen. Wo gehen wir hin? Deswegen, wir machen die Mission vom König, glaube ich, ein anderes Mal. Das ist etwas schwer noch. Und ich will auf jeden Fall zum Stern, weil Sterne sind immer besser. Ja, das war, glaube ich. Nein, das war ja irgendwie gar nicht. Egal, Sonnenwäldchen haben wir dann mal. Da haben wir ein... Die weiterentwickelte Form von Serpifeu. Ich vergesse, ich weiß, Serpifeu, Serpireal und die Weiterentwicklung Eliserp oder sowas hieß sie, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube irgendwie so. Auf jeden Fall ist das ja auch noch ziemlich leicht.
Wir müssen auf jeden Fall ein paar Ränge erstmal aufsteigen. Und ich darf die Diamanten nicht so ausgeben, habt ihr gesagt. Die soll ich auf jeden Fall ein bisschen aufsparen. Und ich habe einen guten Vorteil, weil es sind alles Pflanzen und Normal-Pokémon. Und ich sollte eigentlich sehr effektiv angreifen, meiner Ansicht nach. Aber das werden wir je nachdem sehen. So, was haben wir denn hier noch? Nichts vergessen. Immer schon alle Gegenstände mitnehmen. Und die ganzen Zig-Zigoons. Oh, da haben wir einen Zick-Zack bekommen. Cool. Oh, zwei. Da haben wir zwei. Oh, die sind stark, wie es aussieht. 99. Das ist cool. Aber vielleicht kriegen wir noch bessere Pokes. Weiter geht's. Wow, ich mag das Spiel, ey. Und das Coole ist, ihr findet es auch total geil. Soll ich noch andere Rumbles spielen? Ich habe zum Beispiel Pokémon Rumble für Nintendo 3DS noch hier. Das ist ein eigenständiges Spiel. Das hat auch eine Story und so. Gibt auch Pokémon Rumble U. Also wenn ihr sowas öfter sehen wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Deswegen, würde mich interessieren, weil ich finde sowas ab und zu auch ganz geil. Das ist eine Mischung aus Jump'n'Run meiner Ansicht nach und bis aus Pokémon. Das ist eigentlich das Geilste, was man haben kann. Hallo, Jump'n'Run ist wohl mega cool. Und Pokémon ist ja wohl Beste. Das ist ja wohl keine Frage. So, ein Sonnencamp brauche ich noch. Oder ein Sonnenflora Level 104. Das war nice. Rasierblatt hat das, hat 3 Sterne. Das ist gut. Gleich mal anziehen hier das Ding. Wo haben wir es denn? Ich habe 2 Sonnenfloras, ehrlich? Ups, wusste ich gar nicht. Oh, das ist stärker. 107 hat das. Oh, das sieht ja geil aus. Ich bin ein Ninja. Hoi, chai. Aber, mal die B-Attacke? Was ist denn die B-Attacke? Wenn es eine B-Attacke hat, oder wie sieht das aus? Das ist nämlich keine B-Attacke, das ist echt schade. So, ich mache euch Zerschneider jetzt hier. Oder Rasierblatt, ich rasiere euch, ich bin Gelati! Okay, Elisabeth, da tauschen wir lieber. Pyroleo hat nur Tackle, ich brauche irgendwas Stärkeres. Das hat Glut. Das hat Glut, soll ich lieber Leufeo einsetzen mit Glut agieren? Wäre ich schlau, oder? Weil Glut ist ja sehr effektiv. Und das soll auch ordentlich Damage machen, oder? Ja, sehr effektiv, ey, also... Da brauchen wir gar nicht lange drüber schnacken. Das kriegen wir so hin. Zack, burn, burn, burn. So, down, down, down. Die respawnen ja immer, die sehr voll. Von daher ist es eigentlich belanglos, die anzugreifen, ich weiß. Aber egal, mache ich trotzdem. Bats, Bats, Bats. Da seht ihr es, das ist einfach mega unfair, was ich hier mache. Okay, lädt sich auf für irgendwas. Solarstrahl oder wie sieht das aus? Oh mein Gott, der Hilfe, das war... Ich bin betäubt. Ich bin betäubt! Jawoll! Mein kleiner Fuchs hat's geschafft. Hab ich! Ja! Ich hab's! Jawoll! Wir haben ein gutes Pokémon bekommen! Ich freue mich immer so, ey. Das ist immer so geil am Pokémon. Man weiß nie, ob man das Pokémon bekommt oder nicht. Und dann bekommt man es, da freut man sich. Mega sauger. Ich glaube, so ein Flora ist sogar stärker. Ist das. Ja, so ein Flora ist stärker. Jetzt haben wir ein gutes Pflanzen-Pokémon auch mal für die ganzen anderen Gebiete, die noch kommen. Das heißt, für das Geowatz-Gebiet, für das... Ich weiß gar nicht, ob man hier Kaioke kriegt, weil das ein Saphirballon ist. Ja, das ist schon mal cool, ey. Ja, meine Zickzacks-Armee sind auf Zack, wie Zickzack. Und bei der Rangaufstieg. Wir müssen auf jeden Fall mehr Ränge haben, das habt ihr mir auch gesagt, sonst kann man das Spiel knicken. Und das Spiel kann vielleicht ein bisschen eintönig werden, aber... Das ist... Das heißt Glutexo? Das wusste ich auch nicht. Die waren da vorher auch nicht, ne? Das ist Glutexo? Oder warst du Text auch schon vorher? Der Saphirballon, der ist leicht angekratzt, sehe ich gerade. Aber egal, gehen wir hin. Ein sofort aufbrechen. Oder? Wollen wir wirklich einen bezahlen? Sofort aufbrechen? Das dauert ja immer so ein bisschen, ne? Oh, wie lange dauert das? Jetzt müssen wir keinen benutzen, wa? Nee. Oder habe ich jetzt einen bezahlt? Ich habe keine Ahnung. So, wo gehe ich hin? Am liebsten würde ich ja zu den unteren hingehen. Dahin. Dahin. Jawohl, da haben wir sie doch. Die Raudau-Höhle? Radau-Höhle. Radau, nicht Raudau. Radau. Oh, Girafarik. Alter. Weggesweept. Das ist nice, der Rasierblatt. Einfach nur so durchsweepen. Ich glaube, das ist auch echt stark, der Move-Rasierblatt. Da haben wir schon ein Girafarik bekommen. Ist das stark? 100 was? Alter. Mit Ziehstrahl. Ich glaube, ich gehe wieder auf so einen Flora rauf. Besser ist es. Aber das ist ja echt stark, ey. Guck mal, welches Level die sind, Leute. Das ist echt übertrieben krass. Ich glaube, deren Attacke muss ein bisschen aufladen, oder? Ich habe gerade echt gutes Pokémon eingesackt, ey. Krakello ist ja auch, oh mein Gott. Aber, Alter, das ist ja mega unfair mit so einem Flora, ey. Das sweept einfach hier so durch. Ich rasiere euch. Ich bin Gelidapti. Das ist der Gelidapti, das Ding hier. Oh Gott.
Aber Zero hat keine Chance gegen den Räuber. Das haben wir auch gesehen. Also die Story müssen wir mal auf ein andermal verschieben. Und werden ein paar Gebiete uns noch vorher angucken, auf jeden Fall. Da haben wir ein Krakello bekommen. Das hat sich gut angehört. Jawohl, Level 34. Oder Stärke 34. Ich weiß gar nicht ganz genau, wie man das sagt. Wieder ein Pokémon. Stärke 62. Das ist in Ordnung. Ist auf jeden Fall gut, dass wir das hier sind, glaube ich, meiner Ansicht nach. Weil wir kriegen hier nicht viel Schaden auch. Wir sind Typ... Oh Gott, wir haben Verwirrung drauf. Verdammt, da muss ich jetzt die KP-Heilung mitnehmen, einfach mal. Da hatte ich Angst. Oh Gott, Verwirrung, wie lange geht die? Was macht der? Aufruhr, okay. Böses Krakello. Willst leiden, die alle wird so weg. Das ist einfach so okay. Krakello werde ich aber nicht nehmen. Das ist kein cooles Pokémon. Da ist noch ein Flora cooler, hallo. Es kommt auch bald ein Sonflora PMD-Part nächsten Tage raus. Zur Sonflora Story. Also das könnt ihr auch mal drauf gespannt sein, was da passiert. Der Schwinger, das ist schon eine coole Sache, meiner Ansicht nach. So, haben wir hier noch oben irgendwas? Irgendein Special-Geheimnis? Nö, gar nichts. Okay, dann gehen wir weiter. Gibt's auf jeden Fall. Oh, hier ist der Boss-Gegner, wie es aussieht, oder? Geowatz, da haben wir es. Vielfach-Schwäche aber gegen uns. Das heißt, du sweepen ist so weg. Alter, nein, er schmeißt Steine. Nicht cool. Wir können sie auf einfach alle so töten, Geo-Rocks. Und ich glaube, das machen wir auch, um ein paar um unser Pokémon ein bisschen zu leveln mal hier. Seht ihr, das ist alles One-Hit, das ist vierfach Schwäche. Das ist kein Ding. Wie viel schaffen wir auf Geowatz? 1000. Ja, genug. Genug. Um, ja, das Ding zu töten, sagen wir mal so. Deutlich töten wir auch. Der macht nochmal irgendwas da. Das war's. Das war's. Es ist einfach so belanglos bei Vielfachschwäche, ey. Da tötest du einfach das ganze Ding komplett einfach. Und wir haben eine gute Zeit noch hingelegt. Haben viele Pokémon hier eingesackt auch. Ein Pokémon haben wir nicht gesehen, was es hier gibt. Und wir haben drei, also vier Pokémon-Arten davon sogar gefangen, von dem Gebiet. Das war in Ordnung. Bin ich recht zufrieden mit, muss ich sagen. Deswegen, aber wir können auch ein Gebiet, glaube ich, durchhauen. Deswegen machen wir noch auf jeden Fall. Da. So, was haben wir denn? Girafarek. Top. Das Ding ist echt top, ey. Sonst nächster Rang vielleicht. Jawohl, Rangausstieg für das Geo-Rock. Dampfwalze. Okay, ist auch nicht schlecht. Aber wie gesagt, sehr anfällig gegen Pflanze und Wasser halt, ne? Okay, 19 Pokémon gefangen. Das ist schon mal in Ordnung. Kann man hier in den Ballon wieder reingehen. So, was haben wir denn? Ach, den können wir noch nicht benutzen. Da fehlen noch ein paar Sekunden. Mehr Ballons, welche können wir uns noch kaufen? So, was haben wir noch? Kleidung? Vielleicht kaufen wir da irgendwas. Wir haben ein paar PP-Points nämlich. Ich würde sagen, wir kaufen uns den coolen Parker. Oder kann man für die PP-Points sonst was kaufen? Ah, ne. Gratis Pokémon-Diamanten. Hm. Wenn du einen Freund besuchst. Achso. Hm. Normal, warte mal. Ich muss mal ganz kurz was gucken hier. Ja, ich gehe in den Laden rein dann von hier aus. Hilfsmittel, was gibt's für Hilfsmittel? Pokémon Haus. Partnerkraft, damit kannst du ein Pokémon mitnehmen. Aha, okay. Ist bestimmt ganz gut, ne? Es gibt hier so viele Sachen noch, ey. Verdammt. Den können wir uns nicht mal leisten, sehe ich gerade. Wir haben zu wenig Geld. Oh Mann. Gratis Pokémon-Diamanten. Was muss man dafür ausgeben, ne? Irgendwie kann man die im Internet kaufen, wie es aussieht. Das hat sie, glaube ich, geschrieben. Um weiterzukommen, muss man ganz viel Pokémon-Diamanten sich holen. Und die kriegt man irgendwie nur... irgendwie... Keine Ahnung, was habt ihr da geschrieben? Ihr habt da auf jeden Fall irgendwas geschrieben, dass man die sich die kaufen muss, so richtig im E-Shop oder sowas. Oder, keine Ahnung, vielleicht habe ich das auch irgendwie missverstanden. Oh mein Gott! Are you mad, bro? Er wollte mich gerade streicheln und ich sag so, nein. Normal, ich will sein Gesicht sehen, dieses... Ich streichel dich? Also, nee, er wollte mir einen Sonnenbaum geben, oder was? Oh, ist ja geil. Krieg ich jetzt ein Level-Up oder sowas? Nö, ich krieg gar nichts. Gib mir noch mehr Sonderbonschel. Am Arsch hier. Der will auch. Der will auch. Der hat auch Hunger. Der sieht so gefräßig aus. Nein, du sollst mir nicht. Hier, von hinten. Oh Gott. Okay, Leute, ich würde sagen, wir beenden aber hier den heutigen Part, würde ich fast sagen, oder? Oder wo? Oder kann ich nochmal da reingehen irgendwo?
Nee, noch nicht. Das dauert. Dauert ein paar Minuten noch. Das dauert ja richtig lange, ey. Wir können ja mal hier reingehen und gucken, was wir da noch uns holen können. Eigentlich haben wir da fast überall was. Wobei, Rutena müssen wir nochmal hin, ne? Herdberg. Geht einfach irgendwo hin. Ist mir egal. Ja, zu Rutena gehen wir nochmal hin dann. Machen wir den nochmal ganz kurz. Gucken, was wir hier wegreißen jetzt mit unseren Pokes. Ich meine, wir können jetzt hier alles töten mit unserem sehr effektiven Moveset, der sich Zielstrahl nennt, alles wegsweept. Bisschen stark. Joa, ein bisschen. Können ein paar PP-Points vielleicht nochmal farmen. Pokémon besondere können wir eigentlich nicht mitnehmen. Wie gesagt, die meisten haben wir eh schon. Und die sind auch nicht stark genug, um die jetzt mitzunehmen, meiner Ansicht nach. Batz, da alles weggesweept. Nehmen wir gleich drei Pokémon hier mit. Die haben jetzt auch hier diese 162 Points. Sind die stärker geworden? Das kann sein, oder? Batz, Batz. Voll belanglos eigentlich, ey. Nehmen wir mit. Kann sein, dass sie hier stärker geworden sind, dass man hier vielleicht noch trainieren kann oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wenn wir Rutena weghauen. Die sollte mich... Ne, noch einen Raum weiter. KP-Heilung nochmal drauf, das ist ganz gut. Den hauen wir weg, dann... Oh, Finks, die haben wir noch nicht. Das ist nice. Finks. Gut, haben wir schon mal geguckt. Da haben wir schon wieder ein Pokémon neu. Das ist gut. Dann haben wir 20 voll. Vielleicht kriegt man dann ja irgendwas für. Aber ich denke mal nicht, weil wir haben ja den nächsten Auftrag eigentlich schon freigeschaltet, den wir eigentlich erledigen sollten. Belanglos. Weiter. Um nächsten Zug vor... Im nächsten Zug wollte ich gerade sagen. Im nächsten Part werden wir nochmal den Auftrag probieren, meiner Ansicht nach. Da können wir vielleicht nochmal was wegreißen. Batz, Batz. Alles weg. Also, die sind echt kein Ding, die Teile, ey. Wups. Wups. Und, was war das denn für ein Geräusch, ey? Achso, 41er Serie. Das hört sich gut an. Batz, 42. 43. Boots, 45. 46. Es wird immer besser. Wir sind Beste. Jetzt kommt der Boss, jetzt werden wir die Serie verlieren, wahrscheinlich. Ich will eine 50er Serie aber machen, komm. 50er Serie. Also, die kriegen wir noch in das Sweet mal hier rein. Oh, 50er Serie, da haben wir sie. Ich sag doch, Leute, die kriegen wir hin. 51, 52, 53. Wir sind gut dabei, muss man sagen. Also die Serie läuft. Oh, die Pokémon-Serie läuft weiter. Jetzt kriegen wir noch Rutena rein. Oh, Rutena ist ja fast one-hit, ey, das ist ja arm. Aber ich will die 60er Serie auch mal noch reinkommen. Einfach, weil wir es können. Serie von 2. Wurde irgendwie beendet. Das ist ja krass schade jetzt, ey. Oh, das Ding ist stark, sehe ich gerade. Ups. Hör auf! Nein, 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 nein. Oh Gott, ey, das war knapp am Ende noch, ey. Kriegen wir die Figur? Na. Ja, nein. Voll böse, ey. Ich habe mich voll gefreut. So. Ja, nein. Und es soll es auch Nidoqueen geben, wie es aussieht. Also laut der Karte. Nidoqueen und Rutena fehlt uns hier noch, sonst haben wir alles eigentlich. Das ist ziemlich gut. So, wir striden hier weiter und wir haben jetzt nur ein Finks bekommen. Obwohl, der, Moment mal. Das Ding hat einen Doppelkick, das ist stark. Und auf B-Erholung. Seht ihr das? Das hat zwei Attacken. Genau wie die hier auch. Aussetzer, das ist geil. Aber das Ding kann man vielleicht benutzen mit Erholung auch. Und das Ding hat Zielstrahl. Nice, finde ich cool. 20 Pokémon gefangen, gibt nichts weiteres. Alles klar, dann würde ich sagen, dann haben wir heute den Part für Pokémon World Rumble. Wenn ich dabei kann, dann drückt den Daumen nach oben. Wenn ihr mehr von Pokémon World Rumble sehen wollt, dann wisst ihr Bescheid. Schreibt es in die Kommentare, drückt den Daumen nach oben. Und wir sehen uns mal wieder. Haut rein, bis nächstes Mal. Und ciao, Zero of Time, over and out. Süß. Red mit meinem Hinterteil. Er freut sich trotzdem.